Da hinten müssen wir auch mal wieder abpflanzen, lol. Ja, genau. Wieder ein Kürbis. Sorry. I'm a bad driver. Oh, GTA 4, das war noch Zeiten. Ich hab's nie gespielt. Hä? Achso. Ja, logisch. Hier rein. Okay. Ja, okay, jetzt sieht das sieht eigentlich recht gut aus. Wenn wir jetzt oben durch die Decke ein Loch einschlagen. Sprich, ich glaube da. Habe ich es getroffen? Ich weiß nicht, schauen wir gleich mal. Perfekt. Okay, nein, 1 zu weit, scheiße. Ja klar, machen wir es doch einfach so hier. Einfach so hier. In Anführungszeichen einfach. So, ich nehme das jetzt alles mal. Passt das auch wieder. Geil. Ey, Mensch, wir haben ja heute richtig viel geschafft. Mensch, das verdient noch, sich noch eine Schokolade. Lecker. Okay, wenn wir jetzt hier Glas reinsetzen, dann geht das ja schon mal prinzipiell. Ich mache jetzt einfach hier erstmal so, um ein bisschen Raum für Raum zu schaffen. Das Beschreibung, du. Wir können einen Bogen machen. Oder man bleibt bei einer Steinwand. Achso, dann müssen wir das hier wieder ändern. Ah, ist ja scheiße. Wo ist meine Spitzhacke? Ach, hier. Sieht das schon besser aus? Ja, irgendwie schon, ne? Dann machen wir das einfach. Bäh, jetzt habe ich Schokolade am Finger und jetzt ist da eine Maus, ey. Ach, scheiße. Jeder Vorteil hat einen Nachteil. Und mir klebt noch so ein scheiß Nussteil irgendwo hinten am Eckzahn fest. Ja. Hallo? Haha. Kein Plan. Und muss ich wohl mal einen Arzttermin machen lassen. Zahnarzttermin, ne? Wenn man die Nuss nicht rauskriegt. Ne, keine Ahnung. Geht das so? Ist vielleicht ein bisschen behindert mit der Sicht, ja, aber im Großen und Ganzen geht das. Bäh. Jo, das passt. Dann kommt hier gut Licht rein. Ah, oben am Zahn war das. Mensch, da hat man gar kein Feeling für. Du scheiß Nuss, ey. Ich hab's rausbekommen, das verdient sich noch eine Schokolade. No, verdient sich's nicht. Hier kann man aber auch mal ein bisschen Terraforming betreiben, dass das wieder ein bisschen geiler aussieht hier. Weiß noch nicht, wie wir das machen. Brauchen wir jetzt irgendwelche Mineralien? Ich glaube, nee, ich glaube, wir bräuchten erstmal ein strukturiertes Lager. Für das Lager, was bietet sich da jetzt gut an? Keller wäre natürlich optimal. Ups. Das hier ist jetzt aber auch nicht schlecht. Wobei, ich glaube, wir werden die Materialien trotzdem irgendwie von ganz unten brauchen, von daher, aua. Ich glaube, wir müssen das Lager hier in einen so einen Seitenbereich reinmachen. Aber ich glaube, da wäre ich eher hierfür, für die Seite. Weil wir in die andere Richtung womöglich ausbauen. Okay, das ist das Feld, aber vielleicht setzen wir das um. Ah, ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht. Erstmal wieder ein Stück Schokolade. Ah, Diabetes. Grüßt. Nee, Spaß. Oh. Könnte hier ja jetzt eigentlich wirklich das Lager rein. Wenn wir dann permanent rein und rausgehen, ja, dann bietet sich das schon gut an, ja. Ah, genau. Warum haben wir eigentlich keine Rüstung? I don't know. Wir machen das da hinten einfach mit Cleanstone zu. Haben wir da hier noch ein bisschen was in den Truhen? Cleanstone. Einen sauberen Stein. Ja gut, Kies geht auch. Cleanstone, nein, haben wir nicht. Na gut, da hauen wir halt ein bisschen was von in den Ofen rein. So 5 Stück, oder? Wie viel werden das sein? 1, 2, 3, 4. Ja gut, haben wir einen Petto. Obwohl, nee, wir greifen uns den raus. So, und lassen das. Weizen kann wieder in die Kiste. Setzling auch. Das ja. Federn nun auch. Knochen, ja. Feuerstein auch. Okay. Da kommt jetzt hier sozusagen das genau rein. So. Ah ne, jetzt brauchen wir ja doch hier wieder was. Ist ja dumm. Ist ja richtig dumm. Na, komm her. Genau. Jetzt heißt es aufpassen. 3, 4. Und der eine hierher. So. Und dann lassen wir das jetzt eigentlich so. Obwohl wir könnten das hier oben jetzt nun wegmachen wieder. Ja, wenn wir hier... Oder? Geht das? Vielleicht geht's ja. Geil, das geht. Dann lassen wir das so. Dann machen wir jetzt hier unser Lager rein. Okay, dann wäre die Sache geklärt. Geil. Also, jetzt brauchen wir ziemlich viele Kisten, aber da haben wir ja jetzt hier einige rumstehen. Nehmen wir die dazu. Und ich würde sagen, da verabschiede ich mich gleich. Und mache jetzt nur noch ein bisschen... Oh, ein Enderman! Wollen wir uns den holen? Komm, den holen wir uns, Leute. Ey, Digga. Ey, jetzt wird man ja aggressiv hier. Junge. Du brauchst eine Anti-Aggressionstherapie, Digga. Eine Enderperle habe ich erwartet. Die verstauen wir uns oder hängen sie uns in Gold eingerahmt übers Bett. Wie das Bild von deiner Freundin, haha. So, kommst du rein. Was habe ich noch bekommen? Ach so, Erfahrungspunkte. Ja gut. Jetzt die Frage, wie strukturieren wir das Lager? Geht das, wenn man jetzt... Also erstmal die Mitte ausfindig machen wieder hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10. 1, 2. Platz frei. Wir simulieren das Ganze mal. Fertig der Simulation. Nein, Spaß. 1, 2. Platz lassen, 1, 2. Platz lassen, 1. Scheiße, das geht nicht. Scheiße. Kann man das vielleicht? Ach so, ja klar, wenn man das jetzt hier so macht. Dann hätte man jetzt hier hinten frei. Okay, nee, ganz anders. Wir versetzen das einfach um 1. Können wir ja schon mal anfangen. Taka, 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 taka. Das jetzt geht hier nicht. Warum? Weil... Keine Ahnung. Scheiße, ich weiß nicht, warum das geht, aber ich lasse das jetzt so einfach stehen. Und ja, damit haben wir jetzt ja erstmal ein bisschen Material wieder gesammelt. Und ja, schreibt eure Meinung, Vorschläge, sonst was einfach in die Kommentare und wir melden. Auch lustig, nein. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein!